Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Assassin's Creed Origins. Mein Name ist Ed, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir wollen mal gucken, was die Quest heute, uns hergeben. Wir haben ja noch das Hauptquest. Da geht es aber erst mit Level 31 weiter. Sollten wir nicht unbedingt machen. Wir werden jetzt mal mangelnden Glauben machen. Das ist in unserem Quest-Level und gibt gut EPs. Und dann gehen wir auf Shadias Ruhe. Und dann gucken wir mal, ob wir eventuell schon 31 sind. Ich fürchte fast nein. Wir sind gerade mal Level 28. Also, wir werden noch zu tun haben. So. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ja, ja. Ist okay. Komm. Hallo. Warum kommst du denn da nicht hoch? Oh. Ernsthaft? Warum kommt der da nicht hoch? Mal gucken mal. Aha. Führt ein Ritual aus. Finde und eliminiere Sehetep. Alles klar. Halt. Bleib stehen. Ja, ist ja gut. Ich will ja nur hoch. Lass mich doch vorbei. Normalerweise kommt er doch da locker hoch. Normalerweise. Ob. Na, also geht doch. Beim letzten Mal hatten wir es ja versucht, schon mal hier hochzukommen, aber der Sprung, den wir da versucht haben, beziehungsweise den ich versucht habe, der war, no go. Das schafft er nicht. Vielleicht kommen wir darüber. Ja, das packt er. Das ist kein Problem. Da ist das Ding. Das heißt, wir gehen hier runter. Ah. Gucken, ob wir da rüberkommen. Hey, was? Das war knapp. Ah, dieses Geruckle, ne? Diese Nachlader, ey. Das ist so ätzend. Thaddeus hat die Hilfe eines starken Verbündeten gewonnen. Da sind wir. Da ist irgendwo. Aha. Ah, ja. Okay, da kommen wir rein. Alles klar. Mal gucken. Mhm. Der Ritter, der unser Schiff überfiel. Wer ist er? Er ist nicht aus dem Fayum. Grrr. Das klappt schon mal nicht. Verdammt. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber mein Gott. Passiert, ne? Nochmal. Kein Problem. Da ist der Tempel. Lieber jetzt zur Ruhe kommen. Ich gehe zum Saragina-Lager. Mal sehen, ob es stimmt, was in diesem Brief steht. Geh mal runter. Hadiaset hat die Hilfe eines starken Verbündeten gewonnen. Der Magi, der unser Schiff überfiel. Wer ist er? Er ist nicht aus dem Fayum. Ah, Hallöchen. Es ist getan. Glaube wird viel zu oft zu Verrat, wie es scheint. Mhm. Ich sollte Padiaset treffen. Aber erst nehmen wir das hier noch mit.
Segne mein Kind, Duel Sobek, Herr des sprudelnden Wassers. Segne mein ungeborenes Kind, gib ihm eine Haut, so hell wie die seines Vaters, nicht wie die meine. Duel Sobek, ich bringe dir wöchentlich Opfer dar und opfere mein Leben, wenn es dein Wunsch ist. Was immer du von mir verlangst, werde ich tun. Denn ein hellhäutigeres Kind erwartet ein besseres Leben. Ah ja, okay, interessant. Jetzt raus hier. Und zwar Flotti. Ich will hier weg. Ich muss hier weg, schnell. Okay, wir gehen hier lang. Okay, runter. Lass fallen. Müssen wir ja eigentlich packen. Ja, okay, ein bisschen was abbekommen. Denkst du, der Magi wird Erfolg haben? Der Magi hatte Erfolg. Er ist ein... Cetep wählte den Tod. Dann musste es sein. Ich habe heute einen Bruder verloren. Hätte ich früher gehandelt, hätte er vielleicht wieder so werden können wie früher. Glaube darf nicht passiv sein. Das ist meine Lektion. Wir bauen wieder auf, was zerstört wurde. Doch was ist mit den Soldaten? Sie hatten bei alledem ihre Hände im Spiel. Sie werden sich immer einmischen. Aber bleibt stark. Sie legen sich so schnell nicht wieder mit dem Tempel an. Sobek hat auch Krieger. Du ehrst mich, Magi. Möge Sobek dich ehren. Yes, Level 29. Das ist doch mal schön. Bewegung, los! Von diesen Stäben, da halte ich ja nichts viel. Gar nichts von. Wir haben jetzt der Weg der Gabianer, Shadias Ruhe. Das wäre auch eine Möglichkeit. Gucken wir mal, wo das ist. 1000 Meter, das ist ein ganz schönes Stückchen. Wo ist es denn? Da oben in Philadelphia. Das heißt, wir könnten uns direkt dahin porten. Das machen wir auch. Wir müssen ja leveln auf 31, damit wir die Hauptquest weiterverfolgen können. Also mit 30 oder so könnten wir es vielleicht auch probieren. Müssen wir mal schauen. Wir wollen ja in der Geschichte vorankommen. Gib den Weg frei! Warum ist er denn da jetzt nicht gejumpt? Junge. Na los. Grüß Gott, wir kommen über den Balkon. Hottefress, was ist hier los? Mein Freund, du bist hier. Ein Glück. Wer ist das? Wo ist Renut? Mein Weib ist, wo immer sie auch ist, kalt und reserviert. Das ist Vergangenheit. Sie wollte gerade gehen. Du bist ein Schwein. Ich hab mich eh gelangweilt. Danke für den Wein. Renut ist bestimmt unten am See. Ich bring dich zu ihr. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. Na dann. Hottefress, was soll das? Was denkst du dir? Du wirst alles verlieren. Ich weiß. Ich bin momentan vollkommen nutzlos. Dann sei nicht mehr nutzlos. Sei grimmig. Nimm dein Schwert und fang an zu kämpfen. Hat er gar nicht mal so unrecht. Der Jute. Ich habe schon lange kein Schwert angefasst. Ich bin nur an der ganzen Sache beteiligt, weil Apollodorus es quasi verlangt hat. Er meinte, wir wären alle durch eine Verschwörung gefährdet.
Und jetzt ist Shadja tot. Etwas Großes passiert. Du hattest recht zu helfen. Es war eine Dummheit. Ich wollte es gar nicht. Chenut bestand darauf, es sei unsere Pflicht. Wenn ich nicht auf sie gehört hätte, würde Shadja noch leben. Da vorne wird sie sein. Wir haben einen Schrein am Wasser gebaut. Shadja liebt das Wasser. Wir füttern jeden Abend die Fische. Ich meine, sie liebte Vergangenheit. Aha, okay. Schauen wir mal. Irgendwie ist das komisch. Junge, du kannst doch gerne ein bisschen schneller gehen. Chenut. Schön, dich zu sehen. Chenut? Das ist aus ihr geworden. Ich weiß, was helfen könnte. In Siwa gibt es ein Ritual für den Übergang unserer Liebsten. Was dagegen? Versuch es. Ich brauche noch etwas dafür. Ich komme bald wieder. Ich sollte sie trauern lassen. Ich werde eine Feder brauchen. In der Nähe liegt ein Feuchtgebiet. Dort finde ich Vögel. Okay. Dann machen wir das. Holen wir uns die Federn. Holen wir uns die Federn. Mal gucken, wo sind die Federn? Wo sind die Geier? Was ist das? Das ist es nicht. Hartes Leder ist uninteressant für uns. Bis jetzt sehe ich aber noch nichts. Na? Ich höre zwar was. Aber... nicht das, was wir, glaube ich, brauchen. Da ist zumindest ein Krokodil. Das können wir ja wegpusten, ist ja nicht das Problem. Erkundungsgebiet, ja, ich sehe hier aber nichts. Was ist das denn da? Okay, das ist irgendein Schatz oder sowas. Da gehen wir mal gleich mal kicken. Ah, du nicht. Jetzt gucken wir mal, was das hier ist mit dem... Oh, Hallöchen! Bäm! Okay, Missionsziele vor Ort. Was ist denn das mit den Dings? Da ist doch wieder was. Da sehe ich doch was Blaues. Was haben wir denn hier?
Eine geschundene Leiche. Das Fayum ist verflucht. Bis zum Ende des Jahres werden wir Bauern all unsere Arbeit verlieren. Also habe ich nachgedacht und beschlossen, stattdessen ein Entdecker zu werden. Das ist so aufregend. Und allemal besser als die tägliche Routine auf dem Hof. Ich hätte das schon vor Jahren machen sollen. Ich fange mit der Höhle an, in der ich als Kind immer mit meinen Brüdern war. Leider ist es in dieser Jahreszeit überflutet. Aber das ist egal. Ich werde vorsichtig sein. Okay. Hier unten drunter ist auf jeden Fall was. Hier ist auf jeden Fall was. Was haben wir denn da? Plündern. Neues Schild. Sehr schön. Wollen wir mal wieder auftauchen. Wir brauchen dringend Kohle. Vor allen Dingen brauchen wir Seereier. Reierschwärme halten sich in der Nähe des Bauernhofs in Philadelphia auf. Reierschwärme. Federn. Da muss ja irgendwas sein, was fliegt. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Dass wir hier noch nichts gefunden haben gerade. Vor allen Dingen, dass Senu auch noch nichts gesehen hat. Hat doch normalerweise so ein Adlerauge. Wandert. Hartes Leder, ja, das ist es ja nicht. Wir brauchen ja irgendwas mit Federn, ne? Kurz mal gucken. Ist tot. Immer noch von. Was ist der? Muss einen Weg finden, sich zu inspirieren. Bring eine Reiherfeder zu Shadias Schrein. Okay. Wir geben ja unser Bestes, aber ich finde noch nichts. Sehe auch nichts. Dass hier irgendwas wäre. Okay, hier verlassen wir das Gebiet wieder. Die Reiher sind. Ob das die Reiher sind, ich weiß es nicht. Wir geben mal ein bisschen Gas. Und wenn ja, wie soll ich die denn holen? Ja, irgendwie merkwürdig aus, ganz ehrlich. Drachen. Das sind keine Reiher. Ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts. Da. Okay, wir halten mal direkt drauf zu. Aha. Alles klar, dann wollen wir mal.
fliegt das Vieh wieder weg. Verdammt. Brav. Braver Senu. Was ist das Vieh? Verdammt. Da war mal was und jetzt ist es hier in diesen Rosenblättern abgestürzt und ich sehe nichts. Na, da? Da vielleicht? Aus dem Schatten sind wir gekommen. Und im Schatten werden wir bleiben. Jetzt sind wir nicht länger Magi. Fortan nennt man uns Assassinen.